Julia, es ist passiert. Heute live dabei, live auf der Kamera, der Deckakt zwischen Adolf und Kira. Adolf und Kira. Ich war vorne da am YouTube machen da. Und dann kam Poi angerannt, hier los, komm schnell, bring die Kamera jetzt mit. Adolf hat ihn drin, ne? Und live dabei. Das gucken wir uns heute mal an. So, das ist jetzt der Beweis. Das ist jetzt der Beweis. Leise, Kinder, leise. Hängen. Schon lange leer? Ja, das geht so 5 Minuten, 10 Minuten. Ne? Geht das schon lange? Langsam. Alles gut, alles gut. Da hängen sie. Da hängen sie jetzt. So. Das geht jetzt so 10 Minuten. Hat Adolf endlich mal seine ehrlichen Pflichten erfüllt? Ah, du alter Hengst, du. Ja, warte, 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 warte. Langsam, 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 langsam. Langsam, 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 langsam. Also, Bestellungen werden ab jetzt entgegengenommen. Ella, guckst du dir jetzt gut an? Du bist die Nächste. Ja, ja. Nicht so lang. Nicht so lang. Ja, warte noch. Warte noch, warte noch. Ja. Das ist so wie bei den Wölfen auch, ne? Jetzt genau so. Das muss dann erstmal hängen, sagt man da, ne? Also. Ich will das jetzt nicht weiter erklären. Kinder schauen vielleicht auch zu. Na, aber das ist richtig so, das ist jetzt normal. Ja, 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 ja. Aber du machst aber auch jetzt Geräusche hier, du. Ja? Ach so, ja. Ja. Kira, das kommt davon, weil du so viel immer rumspringst hier über den Zaun und über die Mauer. Das musst du alles jetzt abarbeiten. Warte noch, warte noch, warte noch. Warte noch. Warte noch. Sollten sich natürlich jetzt nicht so jetzt losreißen, ne, ist klar. Es muss dann schön langsam wieder rausflutschen. Aber erstmal aufpassen, dass da Kira jetzt beim ersten Mal natürlich jetzt nicht abhaut da und reißt da den Zipfel ab hier. Ne? Das geht ja auch nicht. Deswegen mal lieber hier ein bisschen Hilfestellung geben. Ein bisschen halten hier, dass da nichts passiert. Ja. Alles gut, Luke, alles gut. Schön langsam. Ja. Da ist Adolf hier, als Deckhengst. Ich häng hier. Der Hengst hier. Und das jetzt hier beim Zaun machen. Sag mal, was Besseres fällt dir auch nicht ein, oder? Alles gut, Luke, alles gut. Der Hengst hier. Kila, Kila, Mae, you need look, Kila. Hey.
Und dünn ist er geworden, ne? Mm. Also guck mal hier. Wie dünn er jetzt ist geworden. Da kann man viel zicken hier. Der alte Hengst. Fertig. Fertig. Oh, das waren so ungefähr, ja gut, etwas mehr wie 10 Minuten. Ja. Das wären mit 10 Minuten. Also, damit habe ich jetzt ja heute bestimmt nicht mehr damit gerechnet, dass das heute jetzt noch kommt. Beim Zaun machen hier. Wir sind am Arbeiten da und die Hunde machen hier Spielerei. Ja, Blödsinn machen, hoppel, hoppel, hoppel. Ist ja klar. Und dann, zack, wieder stecken hier. Also es sieht jetzt gut aus, ja. Also du bist so dünn geworden, echt, du bist so dünn geworden, du armer Hund, du bist so dünn geworden, du musst so arbeiten jetzt, ne? Ja. Gut. Hat du fein gemacht, ne? Mit ganz feiner Adolf, ein ganz feiner Spritzer, ja, war ein ganz feiner Spritzer, oh, ja. Na? Ja, Kira. Aber ich sag dir, rein ist einfacher wie raus. So. Gehen? Geh, Adolf. Ja. Ella, du bist die Nächste. Was jetzt? Abkühlung. Die Damen im Wasser. Der feine Herr Adolf. Naja, Adolf, ich kann dich verstehen. Ich weiß genau, wie du dich jetzt fühlst. Gell? So geht's mir auch immer. Nur so lange Zunge habe ich nicht. Gell? Also man weiß nicht genau, ne? Jetzt wann ja die Befruchtung da stattgefunden hat, dann da, ne? Ich sage mal so, ganz grob so 10. Mai um den Dreh rum, ne? 5 Tage vorher, 5 Tage später. Weil die sind ja immer hier zusammen, ne? Man sieht das ja auch nicht immer, wenn wir jetzt nicht da sind oder gut nachts oder so, ne? Wir wissen das ja nicht genau. Wann genau, ne? Heute haben wir es jetzt mal live da jetzt gesehen, ne? Aber man kann das schlecht sagen, weil die beide halt immer zusammen sind, ne? Also das kann man nicht sagen. Um den 10. Mai rum würde ich mal so sagen, ganz grob geschätzt, ne? Wäre dann so das Datum, ne? So, das war's heute vom Spritzakt, vom Deckakt. Da sitzt du nochmal. Huna, komm mal schon. Kira. Und wie gesagt, Bestellungen werden schon mal entgegengenommen. Natürlich noch ohne Garantie, ist klar, ohne Garantie. Ne? Also, aber ich denke mir, dass wir diesmal jetzt geklappt haben. Da, ne? Schreibt mir dann in der E-Mail uweauswanderer@yahoo.com und dann kann man da mal die Vorbestellungen entgegennehmen. Ne? Also, ich denke mir, es wird diesmal was werden. Ne? Also, das war's für heute vom Hengst und der Uwe und die Frauen aus Thailand und tschüssli. Und tschüssli. Tschüss.